Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir heute mal was Besonderes einfallen lassen. Und zwar hat man ja nicht immer ultra viel in Genshin zu tun. Mal mehr, mal weniger. Kommt drauf an, welche Events kommen und, und. Und deswegen möchte ich jetzt mal ein neues Format ausprobieren. Und zwar möchte ich mir selber Mini-Challenges geben. Mit Mini-Challenges meine ich eigentlich alles, was mit Genshin zu tun hat. Und dann irgendwie einfach irgendwas überlegen. Und für die erste Folge habe ich mir was Besonderes überlegt. Und zwar möchte ich von Mondstadt nach Weingut Morgenröte kommen, ohne den Boden zu berühren. Das heißt, ich habe mir jetzt hier schon mal einen Startpunkt ausgesucht. Und ich werde versuchen, das müsste irgendwo da hinten sein, knapp über Kasuas Kopf, wo mein Ziel ist. Und ich versuche da hinzukommen, ohne den Boden zu berühren. Sprich über Bäume und auch über Steine darf ich gehen. Oder über andere Hilfsmittel, die uns auf dem Weg begegnen. Das ist quasi so mein Ziel. Das habe ich mir so selber ausgedacht. Und ich dachte mir, man redet nur noch über News, man quatscht nur noch viel über das One Year Anniversary. Und ansonsten kommen oft immer Sachen zu neuen Charakteren. Und ich wollte mir einfach mal was komplett anderes einfallen lassen. Und deswegen dieses Format. Und das Lustige an dem Format ist, man kann sich halt so viel überlegen und man hat so viele Möglichkeiten. Und da kommt ihr auch ins Spiel. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Mini-Challenges, die ich in diesem Game quasi machen könnte, dann lasst es mich gerne wissen. Ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren und möchte wissen, wie das bei euch ankommt. Falls gut, dann wird es das auf jeden Fall weitergeben. Ich habe auf jeden Fall schon weitere Ideen für die nächsten Videos. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Mein Ziel ist, wie gesagt, Weingut Morgenröte. Wo genau da, das weiß ich nicht, aber ich muss erstmal gucken, ob ich da überhaupt hinkomme. Ich habe glücklicherweise sowohl Kasuo als auch Zhao. Die machen das auf jeden Fall sicherlich einfacher. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken, was uns so auf dem Weg begegnet und ob das alles überhaupt möglich ist und wie wir scheitern werden. Schwierig könnte auf jeden Fall werden, dass es ziemlich schnell hochgeht, also über diese Berge zu kommen. Da dann einen guten Weg zu finden, könnte tricky werden. Aber wir haben doch schon mal einen guten Startpunkt. Und ich kann ja mit Kasuha hier schon ein bisschen hochspringen. Bin mal gespannt, wo wir landen und welchen Weg wir am Ende gehen. Ich fand solche Ideen auf jeden Fall lustig und mal was anderes vor allem. Denn man hört ja wirklich oftmals nur noch dasselbe. Und Genshin macht ja Spaß. Genshin soll Spaß machen. Deswegen wollte ich auf jeden Fall mal was anderes überlegen. Und das sieht hier schon mal ganz gut aus. Eventuell nehmen wir diesen Weg, weil da wäre ja gar nichts. Ich hoffe, wir schaffen es auf dem Baum. Wir schaffen es nicht auf dem Baum. Schaffen wir es auf dem Baum? Oh mein Gott, das war so für ein Sprung. Der erste Sprung war schon mal ziemlich close. Okay, jetzt müsste ich mich am besten irgendwo hinstellen, um meine Ausdauer etwas zu regenerieren. Manchmal fällt man runter, wenn man an der Spitze steht. Ich hoffe, dass diesmal nicht. Doch! Oh mein Gott, wo, wo, wo? Ah, ja. Ich will versuchen, auf diese Steine zu kommen. Da kann ich nämlich in Ruhe meine Ausdauer generieren. Das Problem ist, ich glaube, der Charakter kann hier nicht stehen bleiben. Deswegen machen wir jetzt Trick 17. Oh, es klappt. Okay. Ich habe mir gar keine Gedanken über die Gegner gemacht. Uns begegnen ja unterwegs Gegner und die werden uns auch angreifen. Ich habe Ganyu im Team. Eventuell snipe ich die weg. So, wie gehen wir als nächstes? Da unten wäre ein Stein und die Gegner haben uns echt entdeckt. Hoppala. Okay, das ist nicht gut. Machen wir die immer eben fertig. Die machen das nämlich alles etwas schwieriger. Oh, die Fässer hätte ich vielleicht benutzen können. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber sie greifen mich an. Okay, ich habe was getroffen. Okay, es hat aufgehört. Nice. Okay, die Frage ist halt, macht es mehr Sinn mit Zhao oder Kasuha? Ich denke, mit Zhao könnte es schwieriger werden, richtige Ziele zu treffen. Guck mal, hier sind sogar Steine. Also ich gehe mal hier hin. Und von hier zum Baum. Und dann können wir auf das Fass. Ich nehme mal sicherheitshalber Kasuha. Denn mit ihm kann ich jederzeit... Den Boden habe ich nicht berührt. Den Boden habe ich nicht berührt. Das sah nur so aus. Nein, habe ich nicht. Es ist ja mein erster Try. Oh mein Gott. Okay. Da sind noch Gegner. Normalerweise habe ich Ganyu immer auf der 4. Jetzt ist da Zhao drauf. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Okay, die habe ich schon mal weggemacht. Dann stören die mich auch nicht.
Ich habe jetzt schon ein Problem mit Bäumen. Mein Problem ist, dass auf so dünnen Bäumen kann man sich nicht hinstellen. War nicht einmal in der Stehen-Animation. Er hat sich direkt da dran geklammert. Also, da müssen wir ein Auge zudrücken. So. Könnten wir hier oben stehen? Ich hoffe doch. Wenn nicht, wo will ich dann hin? Alles klar. Oh, nein! Okay, ich habe oft gefailt. Ich starte von neu. Ich muss zugeben, ich glaube, das ist tricky. Ich glaube, das ist ziemlich tricky. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ohne Kazuha und Zhao gar nicht richtig möglich wäre. Aber auch mit den beiden ist das ganz schön tricky. So Leute, Versuch Nummer 2. Ich habe hier, glaube ich, ja, einmal habe ich den Boden definitiv berührt. Und ich glaube, ein, zwei weitere Male, wo man sich drüber streiten könnte. Deswegen Versuch Nummer 2. Ich bin gerade am Überlegen, gehe ich den gleichen Weg? Im Wolfenlauf mit den Steinstatuen war ja schon eigentlich ganz viel. Ich weiß ja nicht, wie die anderen Wege aussehen. Ich kenne jetzt Mondstadt nicht oder generell hier das Gebiet nicht so auswendig. Aber wir versuchen es mal ungefähr mit den gleichen Strategie. Und ich hoffe, wir erreichen wieder den Baum da hinten. Okay, diesmal sieht es deutlich besser aus. Wir können sogar direkt auf diese Säule. Denn ich habe diesmal mein E wirklich auf Cooldown benutzt. Also meine Elementarfähigkeit. Und jetzt ist die Frage, wo wollen wir hin? Hier sind eigentlich einige Optionen, auf die ich kommen kann. Oh, das ist sogar ziemlich tricky, das Ganze. Ich gehe mal rüber auf die anderen Säulen. Vielleicht erwartet uns da etwas mehr Hilfe. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr nur einen kleinen Schritt nach vorne gehen wollt und er dann einfach läuft? So, wir starten jetzt gleich Versuch Nummer 3. Ich warte eben, bis meine Ausdauer voll ist. Und ich glaube, ich werde mal was tun. Und zwar aktiviere ich mal das Gehen. Dürfte ja eigentlich besser sein in solchen Momenten, weil man will ja auf irgendwelchen Spitzen landen und sich dann großartig gar nicht bewegen. Und wir versuchen das mal so. Ich werde meine gleiche Strategie nehmen und ja, let's go. Ich versuche jetzt noch einmal diese Strategie hier. Ansonsten überlege ich mir vielleicht mal einen anderen Weg. Da sieht es auch so gut aus. Ich weiß nur nicht, ob ich da großartig weiterkomme. Nicht, dass ich mich irgendwo hinstelle und es da nicht weitergeht. Guck mal, wir können direkt sogar auf die Säule. Hier sind keine Stacheln. Sehr schön, sehr schön. So, wir sind jetzt auf Gehen. Oh, guck mal, das ist doch viel besser. Wunderbar. Von hier schaffen wir es doch locker zu dem Baum hier. Und wenn der Baum ist dick genug, eventuell können wir uns hier an die Spitze stellen. Und dann können wir diesen Stein da hinten. Ja. Okay, das ist mein. Ah, das ist tricky. Das ist sehr tricky. Wenn ich schon auf dem Baum nicht stehen konnte, dann werde ich auf, also dem hier, dann werde ich hier auf jeden Fall auch nicht stehen können. Okay, wir haben aber genug Ausdauer. Und ich glaube, von hier nach da, das ist. Boah. Müsste ich es nochmal von dem Baum versuchen. Wisst ihr was? Ich springe nochmal rüber. Ja. Okay, wunderbar. Wir versuchen es mal von hier nach dahin. Das wäre auf jeden Fall ziemlich mies, wenn ich die Challenge nicht schaffen würde. Ja, der steht kurz. Der steht kurz. Okay. Der steht kurz und dann fällt ihm direkt auf. Ah, irgendwie ist das doch nicht so gut zum Stehen. So, wir warten jetzt noch ganz kurz, bis meine Elementarfähigkeit ready ist. Und dann gehen wir hoch und springen direkt da drauf. Das muss doch klappen. Oder machen das mit Zhao. Ja, müsste mit Kazuha klappen. Ja, das sieht zu eng aus. Nein, 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 nein. Okay, ich versuche. Okay, wir machen das anders. Ich habe eine Idee. So, wir stellen uns mal kurz hier hin. Man kann ja nicht beim Klettern den Charakter switchen. Wir switchen auch jetzt auf Zhao. Oh, mein Gott, den Absprung nicht geschafft. Vielleicht war das der Nachteil am Gehen, dass wir da so ein bisschen Speed verlieren. So, jetzt muss das so funktionieren. Oh ja. Das sah doch clean aus. Guck mal, hier haben wir sogar ein paar Eier, die nehmen wir uns mit. Ja, gehen ist immer so tricky. So, das sind eigentlich Steine, auf denen kann ich mich ja auch hinstellen. Aber eigentlich wollten wir. Ja, wir sind halt jetzt hier auf dem Weg und ich will ja hier hin. Um genau zu sein, eigentlich genau hier, ins Dorf quasi. Wir haben zwar nur schon viel geschafft, aber auch nur mit Hilfe vom Fliegen.
Der Weg dahin wird jetzt nochmal ziemlich tricky. Ich denke, ich laufe mal hier lang, weil hier sind viele Steine und auch sonstige Hilfsmittel. Wenn ich da runtergehe, könnte ich mich eventuell an einen Punkt kommen, wo ich nicht großartig weiterkomme. So, wir gehen mal diesen Weg. Ja, mit Zhao ist es auch anders. Bisschen. Ich denke, da muss man ein bisschen switchen, weil beides Vor- und Nachteile hat. So, immer schön überlegen. Wo wollen wir hin? Ich habe Angst, dass ich jederzeit runterfliegen könnte. Genau wegen sowas. Oh mein Gott! Okay. So, Leute. Versuch Nummer 4, glaube ich, jetzt. Ja, wir sind bei 4. Wir müssten bei 4 sein. Ich muss zugeben, dass das Movement oder die Gegenstände, die Bäume, so wie sie sind, jetzt häufiger die Ursache dafür waren, dass ich hier, glaube ich, gescheitert bin. Ich muss ja Ausreden suchen. Und die Sache ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass das muss doch möglich sein. Das sieht auf jeden Fall auch möglich aus. Und deswegen werde ich hier nicht aufgeben. Und jetzt haben wir mal den direkten Vergleich. Jetzt machen wir das erste Mal das hier nicht mit Kasua. Und ich merke schon, uns fehlt eventuell etwas Höhe, um da hinten hinzukommen. Ja, definitiv. Ich brauche hier mal eine Planänderung. Da ist ein fetter Hilichurl. Aber auch ein fetter Baum. Und fette Bäume sind unsere Freunde. Okay, wir klettern hier mal schnell hoch, bevor die mich runterhauen. Ja, lass mich in Ruhe. Von hier können wir auf den Stein und dann schnell auf den Stein da hinten und dann darüber und dann halten wir uns einfach da entlang, maybe? Wir probieren es mal. Die Frage ist, was mache ich mit den Gegnern? Will ich die kaputt machen? Oh mein Gott, Zhao springt automatisch auf die Gegner. Okay, ich muss die Gegner kaputt machen. Okay. Ich habe mein E gemacht und Zhao aimt ja automatisch auf die Gegner. Und das hätte mir fast schon wieder das alles gekostet. So, da will ich eigentlich nicht hin. Versuch's mal auf dem hier. Ich versuch's aber mit Kasua. Dafür habe ich ein bisschen mehr Gefühl. Mit Zhao ist doch ziemlich tricky. Okay, dann können wir uns eigentlich an den Stein halten. Ich kann ja auch an den Wänden klettern. Fällt mir gerade auf. Also das hier. Boah, mein Gott, das war schon wieder knapp. Das geht ja auch. Dass ich nicht eher auf die Idee gekommen bin. Aber gut, ich hatte vorhin eh keine Möglichkeiten, das zu tun. Ja, dann machen wir das so. Das sieht doch ganz gut aus. Es gibt halt auch manchmal Stellen, da lässt er eventuell los, wenn ich Pech habe. Oh Mann. Ja, aber ey, wir müssen so ein bisschen rumprobieren. Ich meine, das ist ja jetzt zum ersten Mal, dass ich sowas mache. Also nicht nur eine Challenge. Genau das meinte ich. Nicht nur eine Challenge, sondern generell so eine Idee mit dem Boden nicht berühren. Ich muss zugeben, ich finde es ehrlich gesagt wirklich lustig. Und ich wusste auch nicht genau, ob das möglich ist. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Was machen wir denn von hier? Ich glaube, ich kletter weiter. Ich nutze meine Wand, die ich hier zur Verfügung habe. Ich will jetzt aber nicht so schräg klettern, weil sonst lässt er gerne mal los. Wie sieht es denn oben aus? Ich meine, oben wird schwierig, weil das Problem ist, dass ich mich direkt auf den Boden stelle, wenn ich mich hochziehe. Das weiß ich noch genau. Ja, hier oben können wir vergessen. Ich habe gedacht, vielleicht ist da oben auch irgendwie ein Stein oder sowas. Aber nicht wirklich. So, wir machen auf ganz entspannt. Wir klettern weiter. Ich frage mich halt, ob wir später eine gute Möglichkeit finden, um zum Weingut zu kommen. Jetzt bin ich am Überlegen. Will ich mich wieder hier unten auf die Steine fallen lassen und weiterklettern? Ja, das macht es doch um einiges einfacher. Hier sind viele Steine. Hier sind auch viele Möglichkeiten, mich hinzustellen. Ich glaube, ich habe mit dem Gebiet hier vielleicht ein bisschen Glück. Ich glaube, da wäre nicht jedes Gebiet so großzügig. Hier draufstellen mache ich jetzt mal nicht. Hier könnte man sich auch wieder drüber streiten. Ich möchte ja fair bleiben. Wofür mache ich sonst Challenges, wenn ich hier mogeln würde? Wäre langweilig. Ich will auf jeden Fall nicht wieder zum Anfang zurück. Das ist anders wild. Das ist anders wild. Aber ich möchte es unbedingt irgendwie schaffen. Oder zumindest vernünftig versucht haben. Denn wenn ich es nicht schaffe, dann könnt ihr es ja mal probieren und mir berichten, ob ihr es geschafft habt. Denn auch ihr habt dann vielleicht noch eine zusätzliche Beschäftigung in Genshin. So. Wir sind hier drauf. Ziemlich safe eigentlich.
Da hinten, der Baum interessiert mich doch schon. Der lacht mich schon ein bisschen an. Ich weiß ja nur nicht, wie es hier mit den Ästen dazwischen aussieht. Aber das dürfte eigentlich machbar sein. Ja. Die dünnen Bäume, ich habe gelernt, man klettert ja nicht so oft auf Bäumen. Wenn man das Spiel normal spielt, klettert man ja nicht so oft auf Bäumen. Und ich habe gelernt, dass die dünnen Bäume ziemlich gefährlich sein können. Deswegen gibt es jetzt nur noch solche hier. Guck mal, da können wir uns auch drauf stellen. Von dem können wir doch locker da hinten hin. Ja, ohne Probleme. Sehr schön, sehr schön. Okay, hier sind einige Bäume. Und wir gehen jetzt gerade auch gut in Richtung Morgenröte. Okay. Vielleicht schaffen wir es am Ende mit einem schönen Flug. Uiuiui, das ist halt echt. Ja, auf den Punkt. Guck mal, da ist es ja schon. Okay, das Ziel ist jetzt nicht weit. Aber ich habe mir jetzt auch bewusst kein weites Ziel gesucht. Also, ich weiß ja nicht mal, ob das möglich wäre vom Mondstadt nach Drachengrad zum Beispiel. Oder andersrum. Aber. Okay, ja. Aber man kann ja zukünftig auch noch andere Wege probieren. Oder vielleicht irgendwas von Liyue nach Liyue in Inazuma oder sowas. Da gibt's halt, da kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Und das ist halt das Coole an den Challenges, wie ich sie mir überlegt habe. Weil man da einfach, wenn man eine Idee hat, es umgesetzt kriegt oder auch einfach umsetzen kann. Und ich habe noch einige Ideen. Wirklich, ich habe noch ein paar lustige Sachen. Aber ich bin auch gespannt, ob es Vorschläge von euch gibt. Ich bin jetzt gerade überlegen, will ich jetzt hier schon einen Baum anvisieren oder will ich da hinten schon hinfliegen? Ich würde mir so als Ziel nehmen, auf das Haus rauf. Das habe ich jetzt zu Beginn nicht gesprochen. Eigentlich war ja nur dieser Fleck hier gemeint. Und eventuell könnte ich es von hier schon schaffen. Das wäre aber ziemlich risky. Weiß auch nicht, ob es besser macht, wenn ich auf den Baum gehe. Wir versuchen es mal. Ja, mit Kazuha geht das natürlich eventuell, ne? Zumindest vielleicht jetzt. Ja, ich schaff's vielleicht erstmal auf das. Hier, diesen kleinen. Wie nennt man das? Diese kleine Hütte hier. Oder schaffen wir es direkt da hinten hin? Okay, wir schaffen es jetzt, glaube ich, direkt. Ja, doch, wir schaffen es direkt. Okay. Das ist, mit Kazuha natürlich einfach gewesen. Mit anderen Charakteren wäre das natürlich echt tricky. Aber es müsste doch eigentlich auch gehen. Das alles, was ich jetzt gemacht habe, war ja jetzt nicht unbedingt Kazuha bedingt. Ich meine, wir sind von. Moment. Von Mondstadt ungefähr hierhin geflogen. Dann haben wir uns an der Wand gehalten und dann von Baum zu Baum zu Baum zu Baum zu Baum. Das hätte man auch mit anderen Charakteren geschafft. Nur Kazuha macht es einfacher. Und falls man mit Kazuha mal runterfällt, dann kann man immer noch seine E aktivieren in der Luft. Und somit kriegt man vielleicht nur eine zweite Chance. Auf jeden Fall, ja, tatsächlich haben wir es geschafft. Was jetzt auch nicht verkehrt ist. Ich hoffe nämlich, die Videos gehen nicht zu lange. Soll ja nur die Highlights quasi aus dem Video dann werden. Ja, das war meine erste Mini-Challenge. Ist mal was ganz anderes, dachte ich mir. Und ich fand es eigentlich ganz lustig, beziehungsweise auch die Idee ganz lustig, solche Challenges zu machen. Und mal gucken, wie es bei euch ankommt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das mal versteht, dass wir hier so ein bisschen quasi Genshin so ein bisschen Spaß haben und ein bisschen was anderes ausprobieren. Und ja, schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, wie ihr es fandet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt auch kostenfrei den Kanal abonnieren, wenn ihr Lust habt. Ich würde sagen, die nächste Challenge würden wir dann für nächsten Samstag machen und nächsten Samstag ein Video hochladen. Und wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, gerne auf Discord anschreiben oder auch in den Kommentaren, damit wir das mal ausprobieren können. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und ja, schönen Tag noch. Ciao.